Servus und hallo, ich bin der Videospieler und ich spiele weiter Ken Folletts Die Säulen der Erde. Kapitel 10 sind wir. Cuthbert starb vor einem halben Jahr. Ich vermisse ihn. Soll wohl ich ein glaube, Witz Bruder sein. Arnold ist eingeschlafen. Er schnarcht ganz leise. Mach endlich! Ich glaube, Bruder, er schnarcht. Das ist kein Witz! Die streiten sich. Oh nein! Ich mach hier, ich mach hier gar einen nichts. Fluss. Hier ist schon wieder ein Wespennest. War fein parkender also Tier. Ich geh besser nicht zu nah ran. Lauter Wespennester. Vergiss es! Etwas seltsam, dass da so viele Wespennester. Sieht nicht so aus, als ob sie gut zusammenarbeiten. Warum können sie dich nicht einfach vertragen? Dir ist schon bewusst, dass wir vielleicht alle unsere Arbeit verlieren? Stimmt was nicht? Ich mache eine wohlverdiente Pause. Wohlverdient? Einen Tritt in den Arsch hast du verdient, du fauler Trunkenbold. Besser betrunken als ein bärtiger Bast. Na los, tritt mich doch. Zeig, was du kannst. Bitte. Merkt ihr nicht, dass das zu nichts führt? Überleg doch nur einmal kurz, was andere Leute tun würden. Was würden welche was? Anderen Leute? Wer? Der Prior. Philipp. Der Prior. Genau, ja. Prior Philipp torkelt auch nicht betrunken durch die Gegend, oder? Nee, tut er nicht. Aber ich auch nicht. Ich sitze. Und genau da ist das Problem. Hoch mit dir und fang an zu schieben. Philipp würde das auch tun. Würde er nicht. Eine Pause ist wie der heilige Sonntag. Es ist eine Sünde, am Sonntag zu arbeiten. Das stimmt. Es ist aber nicht Sonntag. Aber es ist meine Pause. Tom Bilder. Na, das ist mal ein hart arbeitender Mann, nicht wahr? Der ist auf jeden Fall ein hart arbeitender Mann. So viel ist sicher. Aber er ist auch ein Mann, der weiß, wann Zeit für eine Pause ist. Und er weiß auch, wann man anderen mal ihre Pause lassen sollte. Du hast doch gar nicht Pause. Du hast den halben Tag nur auf dem Pott gesessen. Das war deine Pause. Also verdirb mir nicht jetzt auch noch meine eigene. Oh Mann. Jetzt legen sie aber los. Wenn ich Pause mache, musst du auch eine machen. Hat deine Frau wohl wieder gekocht, was? Was fällt dir ein? Sauf dich doch tot! Okay, das hat jetzt nicht zu einem Erfolg geführt. Der Graf von Shiring. Welcher genau? Graf Bartholomäus oder der Fettsack? Der Neue. Percy Hamley! Du kennst den Namen unseres Grafen nicht? Mein Graf ist er sicher nicht. Ich bin aus Earl's Castle. Bartholomäus war ein Graf und ein guter Mann. Aber jetzt ist er tot. Weg. Du solltest den Namen deines neuen Grafen kennen. Welchen? Vom Fettsack? Percy Hamley. Weißt du was? Ich weigere mich, mir seinen Namen zu merken. Was? Warum? Aus Trotz. Was er meinem Grafen angetan hat, war nicht richtig. Das, was du hier machst, ist auch nicht richtig. Deinen Namen merke ich mir auch nicht mehr. So. Das wagst du nicht. Schon passiert. Wir sind wie kleine Kinder. Schön. Alfred Bilder. Oh, der ist ein gutes Beispiel. Er ist jetzt Baumeister. Aber er trinkt auch ganz gern mal ein Bier, nicht wahr? Und ja, das tut er. Aber bei der Arbeit ist er immer nüchtern. Immer. Weißt du, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr wie Alfred sein. Ich auch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Also dann, zurück an die Arbeit. Nein, meine Pause ist noch nicht vorbei. Alfred Bilder wüsste genau, wann es Zeit ist, wieder zu arbeiten.
Alfred Bilder wüsste auch genau, wann er verdammt nochmal sein Maul halten sollte. Das bezweifle ich. Ach ja, er auch. Das ist okay. Was ist mit König Stefan? Also das ist mal ein Mann, der viel rumsetzt. Woher willst du das denn wissen? Er hat einen Thron. Er ist der König. Natürlich hat er einen Thron. Und auf dem sitzt er herum. Er hat einen Thron. Heißt, er ist ein Mann, der weiß, wie man richtig herumsetzt. Ah, so wie du also. Ja, genau. So wie ich in meiner wohlverdienten Pause. Oder so wie du in deiner, wenn du den halben Tag im Scheißhaus verbringst. Aber das hab ich doch gar nicht. Ich hab dich doch bis hier furzen hören. Glaubst du wirklich, ich will einen halben Tag auf dem Scheißhaus verbringen? Glaubst du das wirklich? Jack Jackson. Ah, Jack Jackson. Wer ist das denn? Nie von dem gehört. Das bin ich. Dachte, du wärst Jack Bilder. Naja. Weiß nicht so recht, was ich von dir halten soll, wenn ich ehrlich bin. Solltest du nicht arbeiten? Du hast die ganze Zeit nur durch die Gegend und erledigst eigentlich auch nichts. Halt du uns wenigstens nicht von der Arbeit ab. Verstanden? Vergesst es einfach. Ich dien jetzt auch nicht als gutes Beispiel. Bruder Arnold. Ein gutes Beispiel für wahr. Der arme Mann steht mit einem Fuß im Grab. Und was ist deine Entschuldigung, auf dem Friedhof herumzulungern? Was ist deine Entschuldigung, dass dein Gesicht mit diesem Bart aussieht wie ein Bärenarsch? Geh wieder an die Arbeit! Niemals! Und hör auf zu brüllen! Niemals! Wir sind gut drauf. Wir werden mit Remigius. Oh, fang mir bloß nicht mit Supria Remigius an. Er ist ein hart arbeitender Mann. Ja. Das ist er. Kein Zweifel. Was? Dass er ein hart arbeitender Mann ist. Wer? Subprior Remigius, du Trottel! Was? Wie können Sie es wagen? Wie könnt ihr es wagen? Schreit ihr auf dem Friedhof herum wie wilde Heiden? Aber wir... Ruhe! Wisst ihr überhaupt, wie schwer die Arbeit eines Subpriors ist? Wie viel Hingabe und schmerzhafte Arbeit es ist, unsere Novizen zu unterrichten, unsere Mönche? Und ihr wagt es, mich einen Narren zu nennen? Wir haben doch nicht... Ruhe, sagte ich! Lasst mich über einen Weg nachdenken, wie ich euch zwei verständlich machen kann, welches Betragen ich von euch in Zukunft erwarte. Die werden wohl eine Weile beschäftigt sein. Machen wir vielleicht nochmal zum... Kommen wir mal mit denen reden. Woran arbeitest du? Geh weg! Ich muss mich konzentrieren. Sei nicht so... Sieht nach harter Arbeit aus. Sollten sich mal ausruhen. Zumindest solange Remigius nicht da ist. Woran arbeitest du? An einer Kopie von dem Buch, das Philipp geschrieben hat. Wir haben das Original letztes Jahr fertiggestellt. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Nur wenige wissen das. Der Inhalt ist... Er ist etwas kritisch, was die Kirche und Bischöfe angeht. Nach seiner Erfahrung mit Bischof Walleron hat er sich mit etwas beschäftigt, das er Judicia Cleri nennt. Judicia Cleri? Die Urteile des Klerus? Ja. In der Vergangenheit gab es viele grausame Prüfungen, um die Schuld oder Unschuld eines Mannes zu bestimmen. Der Herr selbst sollte über sie richten. Diese Verfahren nannte man Judicium Dei, das Gottesurteil.
Mancher musste glühende Eisen mit bloßer Hand halten. Andere wurden ertränkt und einige dem Scheiterhaufen übergeben. Wenn sie unschuldig wären, würde Gott sie erretten. Es gäbe keine Märtyrer, wenn das wahr wäre. Selbst Adolphus wäre verschont worden. Ja, Gottes Wege sind unergründlich. Philipp will, dass diese schrecklichen Verfahren ein Schatten der Vergangenheit werden. Denn Grausamkeit führt stets nur zu mehr Grausamkeit. Aber ich habe von Wundern gehört. Heilige, die selbst den Scheiterhaufen überlebten. Ja, Philipp glaubt, das waren keine Gottesurteile, sondern Urteile, die der Klerus bestimmt hat. Judicia Cleri. Richtig. Märchen und manipulierte Richtsprüche, um Freunde und Verbündete des Klerus freizukaufen. Falsche Wunder? Und die Kirche steckt dahinter? Klingt, als wenn Philipp nach Ärger sucht. Wenn man jemanden solcher Scharlatanerie und Ketzerei bezichtigt, wird die Antwort darauf sicher nicht freundlich ausfallen. Dennoch glauben wir, dass Philipp recht hat. Dies ist das zweite Jahrtausend. Es wird Zeit, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Damit tut sich die Kirche auch heutzutage noch schwer. Teilweise. Die Gerechtigkeit der Kirche, verfasst 1140. In lateinischer Sprache verfasst wird Philipps Buch im Skriptorium von den Schreibgelehrten von Kingsbridge kopiert und hat seinen Weg mittlerweile in die Buchsammlung der Klöster von England und in der Normandie gefunden. Hauptsächlich wird es in den höheren Kreisen der Kirche gelesen, denn der Inhalt des Buches ist anspruchsvoller und vielleicht gefährlicher Natur. In seinem Buch äußert sich Philipp kritisch zu Feuerproben und anderen angeblichen Gottesurteilen. Seit Jahrhunderten wird behauptet, dass es der Zweck dieser Feuerproben sei, die Schuld eines Menschen zu beweisen. Die Kirche gibt dabei vor, dass die Unschuldigen gerettet werden würden. Doch Philipp schreibt, dass der Mensch Gott so zu einer Urteilsverkündung nicht zwingen vermag, nicht einmal der Papst. Der Mensch dient Gott und nicht Gott dem Menschen. Philipp glaubt, dass Wunder, die sich bei diesen Feuerproben zugetragen haben sollen, nichts anderes als Fälschungen waren, um Freunde der Kirche von ihren Sünden freizusprechen. Feinde der Kirche hingegen wurden getötet oder verstümmelt. Weiterhin schreibt Philipp, dass die Existenz der Märtyrer ein Beweis dafür ist, dass Gott die Unschuldigen nicht einfach rettet. Daher müssen Feuerproben und andere Gottesurteile verboten werden, so Philipp. Ich suche nach einem Buch von Ovid. Oh, in Shiring und Winchester haben wir ein paar davon gesehen. Es gibt auch die ein oder andere Kopie in Salisbury, glaube ich. Welches suchst du denn? Die Amoris. Hast du davon schon mal gehört? Das war doch eine der Niederschriften in Winchester, denke ich. Hast du es gelesen? Ich? Jetzt ganz rot geworden. Weiß nicht mehr genau. Hat er. Nur ein oder zwei Seiten. Klingt nach dem richtigen Buch. Und Winchester ist doch gar nicht so weit weg. Ich sollte Ellie sagen, was ich herausgefunden habe. Okay. Schlauer Mönch, immer eine Freundin, mit ihm zu sprechen. Ah, Jack. Ich wusste, du würdest wieder auftauchen. Sei bloß vorsichtig, dass du Remigius nicht unter die Augen kommst. Aber Philipp sagte, ich könnte jederzeit hier lernen. Leider nicht, während wir hier arbeiten. Darauf hat Remigius bestanden. Ich werde mich beeilen. So viele Geschichten, so viel Weisheit. Die meisten sind viel interessanter als die Bibel. Viele davon habe ich noch nicht gelesen. Die meisten, um ehrlich zu sein. Zehnter. Äußerst konzentriert oder nur eingeschüchtert? Sollte sich wirklich mal eine Pause gönnen. Hey, an was arbeitest du da? Darf ich das mal lesen? Nein, Remigius wird ungehalten, wenn ich damit nicht fertig werde. Okay. Dann halt nicht. Ich glaube, hier brauche ich nichts mehr, dann kann ich rausgehen. So. Tür zum Kreuz
Ausgang. Könnte ich mal lang gehen? Wir schenken euch unser Vertrauen. Wir nehmen euch bei uns auf. Und so dankt ihr es uns. Ich bleibe, liebe Sam, sonst bekomme ich auch noch Ärger von Remibis. Zugestellt. Da komme ich nicht durch. Hier ist alles zugestellt. Ich muss den Haupteingang benutzen. Das Kapitelhaus. Hier treffen sich die Mönche zu Wahlen und Besprechungen. Scheint so zu sein. Verschlossen. Hier. Sie halten das Tor jetzt immer verschlossen. Manche wollen nicht mehr, noch mehr gestört werden. Sowas. Verschlossen. Oh. Zum Markt. Hier ist es viel ruhiger. Also. Tür zum Kreuzgang, Kirchentür. In die Kathedrale. Ich habe seine Bibel zweimal gelesen, aber ich mag meine Bücher lieber. Das zeige ich ihm besser nicht. Mal mit Philipp reden. Ihr wirkt bedrückt. Was ist das Problem? Die Priorei hat nicht das Geld, um die Bauleute zu entlohnen und auch noch mehr für das Baumaterial zu bezahlen. Nicht einmal, wenn wir all unsere Wolle auf dem Wollmarkt in Shiring verkauft bekommen. Oh, das ist ein Problem. Natürlich ist das ein Problem. Jack, bitte. Ja, ich... jenes Haus. Da gehe ich mal hin. Komm, Jonathan. Erzählen wir Ellie, was wir rausgefunden haben. Eine Katze, eine dicke Katze. Ist ein Problem, hast du jetzt geklopft oder nicht? Ranulf von Chester und sein Halbbruder haben Stefan die Burg von Lincoln weggenommen. Jetzt haben wir die Chance, sie zurückzugewinnen. Wir? Ah, Richard. Wer ist wir? Ganz England stöhnt unter neuen Steuern und wird zerrissen von diesem sinnlosen Streit. Sinnlosen Streit? Du glaubst immer noch, ich spiele nur herum? Nein! Ich riskiere mein Leben, Ellie. Für dich und mich. Das ist kein Spiel. Das weiß ich. Wirklich? Es ist eine Ehre, Ritter des Königs zu sein. Eine Ehre, die eine Menge Geld kostet. Jetzt hast du es zerbrochen, Jonathan. Da ist jemand an der Tür. Ich bin gleich zurück. Richard. Oh. Geh mal spielen. Jack. Hey. Na? Ja. Was machst du hier? Ich... Hast du einen Besucher? Was denn? Bist du etwa eifersüchtig? Alles in Ordnung bei dir? Ja, es dauert nur eine Minute. Tut mir leid, mein Bruder ist hier. Er muss bald nach Shiring zurückreiten. Ah, verstehe. Nun gut. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich etwas über das Buch herausgefunden habe. Welches Buch? Oh, Ovid, hast du wirklich noch danach gesucht? Ja, habe ich doch versprochen. Natürlich. Warum auch nicht? Ich weiß nicht. Es kam mir nur so vor, als gäbe es gerade so viele Probleme auf der Baustelle. Wo wir gerade davon sprechen. Könntest du Philipp ausrichten, dass mir eine Idee gekommen ist, wie wir die Arbeiter bezahlen können? Oh, okay. Wie denn?
Ich werde all seine Wolle kaufen und selber wieder auf der großen Wollmesse verkaufen. Aber ich muss erst nach Shiring und das Geld besorgen. Alles klar. Ich werde es ihm ausrichten. In Winchester haben sie eine Kopie der Amoris. Oh. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der es besorgen kann. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass Philipp sein Geld bekommt und mit Percy spricht. Wem? Percy Hamley, dem Grafen. Percy Hamley ist ein fetter Tölpel. Das weißt du ganz genau. Glückwunsch! Jeder hat dich gehört. Ja, und? Sie sind alle Bastarde. Ich denke, ich sollte jetzt gehen. In Ordnung. Sehen wir uns später, Jack? Natürlich.